Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die Fortnite-Challenge gewinnen, aber nur mit einer Box öffnen in Fortnite. Das heißt, wir dürfen nur eine Box öffnen. Die erste Box, die wir öffnen mit dem Equipment, müssen wir die ganze Runde holen. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schreibt in die Kommentare rein, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Challenge. So, dann fangen wir mal an mit der ersten Runde. Und zwar, mein Plan ist es, hier rauszuspringen, weil da befindet sich ein Bot, der dein, der dir Schild geben kann und Gesundheit herstellen kann. Und das wäre optimal für eine Solo-Runde. Außerdem spielen wir auch Bauen. Ich habe ja mir vorgenommen, übrigens 187 Gold. 187. Habe ich mir vorgenommen gehabt, dass man in dieser Season mehr Bauen spielt. Ich spiele sonst immer 0 Bauen. Also ohne Bauen, aber ich würde gerne das Bauen beherrschen und deswegen wage ich mich die Season so viel es geht, nur Baumodus zu zocken. Und ja, wir dürfen jetzt nur eine Kiste öffnen. Keine Waffenmunition-Kiste öffnen, alles nicht öffnen. Aber so Sachen, die zum Beispiel auch auf dem Boden liegen, die dürfen wir auf jeden Fall öffnen. Das sollte nicht verboten sein. Deswegen lande ich jetzt auch mal hier, wo ich Munition sehe. Und keine Waffen. Perfekt. Das werden wir auf jeden Fall gleich gebrauchen. So. Okay, da haben wir den ersten Kill. Der komplett lost war. Und noch eine Sniper. Sehr, sehr nice. So, wir dürften jetzt eine Kiste öffnen. Das wird die sein. Und da haben wir eine Shotgun drin. Das ist auch sehr, sehr nice. So, das nehmen wir mit. Und dann sortieren wir hier auch mal ein bisschen kurz rum. Da hinten wird auf jeden Fall auch geschossen. Ach, 211 Gold haben wir. Das reicht nicht, okay. Aber wir haben hier noch eine Shotgun. Die nehme ich jetzt nicht mit. Was hast du da gemacht? Hä? Och nö, noch 14 Gold. Es wird spannend. Aphrodite, ich will, dass du zu mir im Team gehörst, aber ich kann dich noch nicht bezahlen. Gibt es hier noch Gold? Hm. Holen wir uns vielleicht mal die anderen Gegner, damit wir Gold bekommen. Ist da jemand? So, schauen wir mal nach. Ja, hier ist auf jeden Fall jemand. Oh Gott. Oh Gott, ich war... Digga, war ich gerade lost. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Gold. Und die tauschen wir auch auf jeden Fall mal aus. Digga, was war da denn los mit mir? Gut. Das war ein kleiner Fail, aber wir haben es überstanden, deswegen... Gehen wir direkt zurück, holen uns Aphrodite ins Team und dann werden wir auch immer vollgeheilt. Aber anscheinend ist die Lobby perfekt für mich, weil die Leute können auch nicht so super bauen. Hallo Aphrodite, komm in mein Team. Och nö, 9 Gold voll... Oh, das gibt's nicht. Wie kann mir 9 Gold fehlen? Hä? Neun Gold. Okay. Ganz ruhig. Ich schaue nach Gold. Schau, wie ich dich kaufen kann. Das hört sich irgendwie falsch an. Wäre so lustig, wenn man hier einfach am Automaten das zerstören könnte, an Geldautomaten. Da würde irgendwas rauskommen. Aber naja, da ist auf jeden Fall eine Shotgun, die ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Und zwar die blaue Shotgun. Die sich irgendjemand auf jeden Fall gekrallt hat, aber nicht mitnehmen wollte. Und da hinten ist ein Kopfgeld, den ich mir auch auf jeden Fall mitnehmen werde. Damit wir auf jeden Fall die 250 Gold voll bekommen. Oh, da ist ein Lama. Let's go. Alle guten Dinge sind 3.
Okay, wir können Aphrodite holen. Dann schnappen wir uns jetzt Aphrodite. Lass mich nicht voll splashen. Doch, danke. Und dann springen wir ins Auto und fahren mal zu dem Lama, falls es kein Trap ist. Dann sind wir auch in der neuen Zone. Ah, verdammt, ich darf auch nicht das Lama öffnen. Och Mann, das zählt ja auch zur Challenge. Och Mann, dieses Lama, ich hätte dich schon gern geöffnet. Weißt du was, wir könnten ja eigentlich das Lama öffnen und einfach nur gucken, was da drin ist. Oder? Machen wir es? Komm, wir machen es. Geh extra nach vorne, damit ich das nicht aufsammeln kann. Ja, okay, da wäre nur Schrott gewesen. Aber trotzdem, ich hätte ein Lama geöffnen können und XP bekommen können. So viele Kisten und man darf sie nicht öffnen. Das ist schon eine kleine Qual hier. Da hinten hören wir ein Auto. Da hinten sind Schüsse. Und uns Highground. Hä, was machen die denn da? Let's go. Und den nächsten Kill, Chat. Sehr, sehr schön. Chat. Gerade eine Offline-Aufnahme. So, komplettes blaues Inventar, das ist doch schön. Und ich mische es mit Bananen, wie geil. Was war das denn für ein geiler Move? Kannst du den nochmal machen? Nö, macht sie nicht. Aber das war ein cooler Dance-Move. So, gehen wir direkt in die neue Zone. Die ist etwas weiter oben. Es leben nur noch 21 Leute, also mit mir noch 20 andere. 19 andere. Da gibt es Loot. Aber kein guter Loot. Da gibt es aber auch hinten nochmal Loot. Auch kein guter Loot. Noch mehr Loot. Alter, was ist denn hier passiert? Nur Loot. War kein guter Loot. Oh, da hinten bewegt sich auch was uns zu. Sollten wir uns Highground holen? Hier, da sind Schüsse. Ist doch kein Gegner, oder? Doch, das war ein Gegner. Fuck. Okay, jetzt habe ich den aus den Augen verloren. Habe ich nur ein bisschen mehr Angst. Okay, der versucht uns mit dem Ding zu holen. Aber das war easy. Denn das Ding hat... Also es ist... Oh Gott, das ist Zeus. Das ist ein Zeus. Da fliegt einer nochmal. Das Ding sieht zwar cool aus, aber die Spannweite ist wohl... weil zu groß. Gott, okay. Wir haben jetzt zwei geholt. 777. Nein, Platz 7, 7 Kills. 7 Assists, ah. Das gibt's nicht und er hat noch mit 2 HP überlebt. Verdammt, aber so schnell kann's gehen. Das war auf jeden Fall super, super schwer. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich nochmal so eine Folge drehen soll und die diesmal dann den Sieg holen soll. Oder ob ihr vielleicht andere Challenge-Ideen habt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao.